Kaum ist die neue Bundesliga-Saison angelaufen, bei der es gilt, den 51. Meistertitel auszuspielen, da steht schon Electronic Arts neuester Ableger der beliebten Fußballsimulation in den Startlöchern. Wir haben den neuesten Ableger der beliebten FIFA-Spielereihe genauestens unter die Lupe genommen und schildern euch sowohl unsere Eindrücke der Stärken als auch der Schwächen. Auch wenn behauptet wird, in diesem Jahr stünden nur Detailverbesserungen an, so merkt man diese beim Spielen erheblich. Clipping-Fehler treten viel seltener auf als noch im Release-Jahr der PS4 und das Spielgeschehen selbst vermittelt im direkten Vergleich zum Vorgänger einen flüssigeren Ablauf. Nun kommt es oft auf ein Zusammenspiel zwischen Ball, Spieler und Umgebung an. Bei jedem Dribbling, jeder Ballberührung, jedem Pass, jedem Schuss und jedem Abpraller werden die Drehung des Balls und die Position des Körperteils, mit dem der Ball in Kontakt kommt, einbezogen. Drehung, Drall, Bewegung und die verschiedensten Flugbahnen werden vielfältigst abgebildet. Wenn auch nicht immer ganz realistisch, aber annähernd. Pässe in die Tiefe und wendige, dribbelstarke Spieler sind nun eine tödliche Waffe. Besonders dribbelstarke Spieler führen den Ball selbst bei hohem Tempo ganz nah am Fuß und können behäbige Verteidiger leicht aussteigen lassen. Konterstarke Mannschaften haben hier einen klaren Vorteil. Somit verlangt euch das Spiel nun defensiv deutlich mehr ab, als nur eure Verteidigungskette intakt zu halten. Ihr müsst das Spiel eures Kontrahenten lesen können, Pässe abfangen und geschickt die Räume eng machen. Bei Zweikämpfen müsst ihr höllisch darauf achten, den Stürmer nicht faulwürdig zu zupfen oder zu stoßen. Dieses Zupfen wurde nochmals verfeinert, wodurch die Bewegung der Hand zum Trikot deutlich besser zu sehen ist und es auch häufiger zum Foul kommt, wenn man nicht rechtzeitig loslässt. Das hat nämlich häufig nicht nur eine gelbe Karte, sondern zusätzlich einen brandgefährlichen Freistoß zur Folge, welcher um einiges einfacher zu verwerten ist als noch im unmittelbaren Vorgänger. Und das ist wiederum mitunter ein Grund, warum sich auch bulligere Spieler bezahlt machen, die den Gegner ohne Ziehen oder Halten abdrängen können. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Der wohl einfachste Weg, vor das Tor eures Gegners zu kommen, ist das Beherrschen diverser Tricks. Diese sind im aktuellen FIFA-Ableger effektiv wie nie. Sei es der Berber-Spin, der McGeady-Spin oder die einfache Ballrolle. Es gibt noch weitaus mehr, aber das würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Sie alle verschaffen euch in nur kurzer Zeit größere Räume. Das einzige, was ihr dafür beherrschen müsst, ist die richtige Abfolge an Bewegungen mit dem rechten Stick auszuführen. Das kann mitunter im Spiel nicht immer wie erprobt klappen, üben hilft euch jedoch enorm weiter. Die Torhüter, welche nun in vielen Situationen realistischer handeln, halten dafür aber auch deutlich weniger. Dieses realistischere Handeln mag ihnen in manchen Situationen helfen, sorgt aber oft für eine ordentliche Portion Frust. Beispielsweise, wenn sich der Stürmer das kurze Eck des Tores ausguckt, welches zumeist unbewacht gelassen wird, bei Fernschüssen zu weit vor dem Kasten steht und auch sonst einige Unsicherheiten beim Festhalten zeigt. Taktisch habt ihr nun die Möglichkeit, je nach Spielsituation, diese noch dynamischer anzupassen als noch im vergangenen Jahr. So gesellen sich zu den Einstellungen sehr defensiv, defensiv, ausgeglichen, offensiv und sehr offensiv zwei neue Schnelltaktiken, die ihr mit der linken und rechten Pfeiltaste des D-Pads während des Spiels auswählen könnt. Wenn ihr bei fortgeschrittenem Spielverlauf zurückliegt, könnt ihr mit der totalen Offensive versuchen, den Gegner zu überrennen. Dabei fungiert ein Innenverteidiger im Sturmzentrum als Ballverteiler und eure Abwehrreihe rückt bis zur Mittellinie und sogar noch weiter vor. Umgekehrt wollt ihr als führende Mannschaft solche Risiken natürlich nicht eingehen und dürft ballweise euer Team zum Abwehrriegel formen, der sich um den eigenen 16er aufreiht. Ähnlich der Off-the-Ball-Steuerung von 2004 dürfen FIFA-Fans ihre Angriffe noch unvorhersehbarer vortragen, wenn auch nur bei ruhenden Bällen.
Bei Einwürfen, Eckbällen und Freistößen wechselt ihr demnach mit dem rechten Stick zu eurem Teamkollegen abseits des Balls und dirigiert ihn mit dem linken Stick an die optimale Position, damit er angespielt werden kann. Die Schiedsrichter haben wie im echten Fußball einen maßgeblichen Einfluss auf das Spielgeschehen. Ist der Unparteiische eher als harter Hund bekannt, lässt er viel laufen und verteilt nur selten Karten. Körperbetont spielende Teams werden sich freuen. Pfeift die Partie dagegen ein kleinlicher Referee, müsst ihr euch auf viele Unterbrechungen und Standardsituationen einstellen. Einen ausgeglichen, handelnden Typ gibt es natürlich auch, aber welchen ihr nun online als Spielleiter zugeteilt bekommt, ist rein zufällig. Fähigkeiten können nun noch spielentscheidender sein. Mit Flair können sich die Spieler geschmeidig an ihren Gegnern vorbeidrehen und ein weiter Einwurf ist in Tornähe immer brandgefährlich, wenn ihr kopfballstarke Spieler im Aufgebot habt. Derlei Fähigkeiten gibt es natürlich noch mehr, aber nur wenige sind so wichtig wie diese beiden. Im beliebten Modus Ultimate Team habt ihr nun die Möglichkeit, Spieler für eine bestimmte Anzahl an Spielen zu leihen. So habt ihr den Vorteil vor dem Kauf teurer Spieler, diese schon einmal für eine Handvoll Spiele getestet zu haben, um keinen Fehlkauf zu tätigen, falls euch der Spielstil letzten Endes doch nicht zusagt. Der Be a Pro Modus fristet dagegen durch eine langweilige Präsentation ein Schattendasein. Der Reiz, einen eigenen Spieler zu entwickeln, geht so rasch verloren. Denn anders als im Manager-Modus fühlt ihr euch hier nicht wirklich in das Tagesgeschehen eingebunden. Man bekommt zwar immer wieder Statistiken aufgetischt, sonderlich hilfreich oder motivierend sind diese jedoch nicht. Lobenswert zu erwähnen ist noch die Überbrückung der Ladezeiten mit den Skillspielen, die mit FIFA 14 den Einzug gehalten haben. FIFA 15 hat so seine Tücken und Türken. Denn es sind erstmals alle 18 Teams der obersten türkischen Spielklasse inklusive authentischer Trikots, Namen und Kader enthalten. Auf die brasilianische Liga müsst ihr dagegen leider verzichten, da eine Einigung mit den brasilianischen Rechteinhabern über die Aufnahme nicht erzielt werden konnte. Die Inszenierung und das Mittendrin-Gefühl ist nochmal um ein ganzes Stück realistischer geworden. Besonders die Barclays Premier League wirkt lebendig wie nie zuvor. Das liegt zum einen an der Vielfalt der Fans, von denen nun nicht mehr jeder dem anderen gleicht. Zum anderen an den Fan-Choreografien. So singt das Publikum an der Anfield Road You'll Never Walk Alone und hält dabei die Schals in die Höhe. Derartige Animationen sind aber leider nur sehr rar gesät und lediglich eine Handvoll Mannschaften, der Großteil davon aus England, wurde damit bedacht. Bei allen Vereinen gibt es dafür die neuen Ersatzbankreaktionen und 10 Spieler Torjubel. Zum ersten Mal sind nun auch alle 20 Stadien der Barclays Premier League komplett in das Spiel integriert. Das und die rund 200 weiteren Spielermodelle, meist nur aus den größeren bekannten Ligen, sowie die Torlinientechnologie machen die Premier League zur authentischsten Liga in FIFA 15. Eine Abnutzung des Platzes wurde ebenso realisiert wie das realistische Verdrecken der Trikots nach einer Grätsche. Diese Änderungen sind allerdings rein optischer Natur und haben keinerlei Einfluss auf den Spielverlauf. Vom realistischen Flattern der Trikots im Wind und den wackelnden Torpfosten haben wir nichts wahrgenommen. Lediglich die Torstange hebt sich nun bei jedem Schuss, da sie nun nicht mehr verankert scheint. In der Halbzeit und nach Spielende werden euch die spektakulären Höhepunkte einer jeden Partie noch einmal vorgeführt. Spieler reagieren nun emotional auf Aktionen auf dem Feld, was sich beispielsweise in bösen Blicken und im zur Brust nehmen des faulenden Spielers widerspiegelt. Durch die spürbaren Moralauswirkungen könnte es zudem passieren, dass Spieler nach wiederholten Fehlversuchen das Tor zu treffen selbst die Hoffnung Stück für Stück aufgeben. Um eine andere Situation zur Veranschaulichung zu nennen, gelingt eurem Gegner ein Tor,
traben eure Spieler meist mehrere Minuten lustlos über das Feld und nehmen Manndeckung und Passgenauigkeit weniger ernst, was eure Gegner nutzen und zu einem weiteren Gegenschlag ausholen können. Die Wirkung kann aber auch gegenteilig ausfallen, je nachdem, wie sich eure Spieler vom Gegentor wachrütteln lassen. Im Karrieremodus hat sich generell leider nur sehr wenig getan, da der Fokus offensichtlich auf anderen Modi liegt. Umso erfreulicher ist es, dass sie nun wieder vermehrt Talente aus der eigenen Jugend hervorbringen können. Dank des Matchday Live Hub könnt ihr aktuelle Nachrichten über euren Lieblingsclub ganz einfach in FIFA 15 nachlesen und die Tabellensituation, Torschützen und vieles mehr studieren. Eine weitere Neuerung ist das neue Teammanagement bzw. eine neue Spielübersicht im Menü. Diese ähnelt dem Menü von Pro Evolution Soccer mehr denn je. Eine nette Idee, an der aber noch gefeilt werden muss, vor allem wenn zum wiederholten Male Spieler nicht anwählbar sind. In der Spielerübersicht wurden die körperlichen und mentalen Werte kurzerhand zusammengefasst und auch farbliche Änderungen vorgenommen. Ab einem Wert von 51 ist das zahlenumgebende Kästchen orange gefärbt, ab 61 gelb, ab 71 hellgrün und ab 81 dunkelgrün. Alles unter dem Wert 50 ist in Rot gehalten. Des Weiteren könnt ihr euren Feldspielern im Teammanagement Einzelanweisungen geben. Hinten bleiben der Mittelfeldspieler bei eigenem Angriff, in die Mitte ziehen der Flügelspieler oder auch Sturmläufe der Außenverteidiger. All das habt ihr im Griff. Die englischen Sprecher Martin Tyler und Alan Smith, die dieses Mal mit noch mehr Leidenschaft und Engagement bei der Sache waren, lassen im direkten Vergleich das deutsche Pendant um Manny Breukmann und Frank Buschmann alt aussehen, die größtenteils bei ihnen abgedroschenen Phrasen bleiben und nur wenige neue Sprüche spendiert bekommen haben. Die Kommentatoren lesen euch nun auch wahlweise die Startaufstellung beider Mannschaften vor. This is the Liverpool side. Simon Mignolet starts in goal. Dejan Lovren plays with Martin Skrtel in central defence. Jordan Henderson plays with Emre Can in central midfield. Mario Balotelli is the sole striker today. Falls ihr diese Sequenz übersprungen habt, werden euch am unteren Bildschirmrand die entsprechenden Informationen eingeblendet. Zur Musikauswahl lässt sich sagen, dass etwa ein Drittel der 41 Tracks ein breites Publikum erreicht, der Rest ist Geschmackssache. FIFA 15 versucht realistischer zu sein, was ihm auch über weite Strecken gelingt. Die Ballbehandlung der Spieler ist nun feiner, Pässe kommen an und auch die Taktiken sind ein interessantes Mittel, um die Spiele spannender zu gestalten. Wären da nur nicht diese unterirdisch haltenden Keeper und reaktionsarmen Verteidiger, welche den gegnerischen Offensivreihen das Tor quasi auf dem Tablett servieren. Versteht uns nicht falsch, es macht wirklich Spaß. Und bis auf die beiden größeren Kritikpunkte ist den Entwicklern ein Fortschritt gelungen. Doch eben diese reizen selbst ruhige Gemüter bis aufs Blut. Wenn zum wiederholten Male Verteidiger nur zucken, statt dem Ball entgegenzulaufen, oder dem sprintenden Stürmer gar aus dem Weg gehen. Empfehlenswert ist FIFA 15 daher für alle Spieler mit einem guten Nervenkostüm, die sich mit den Neuerungen anfreunden können. Get ready. Abonnieren, Bro.